In der Sendung heute mit Robert Franz geht es um das Herz. Es geht darum, wie kann man dem Herzen gute Pflege angedeihen lassen, wie kann man bei Herzbeschwerden sich die Kräfte der Natur zunutze machen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, habe mich selber eingeliefert im Universitätskrankenhaus in Salzburg, weil ich hinterher stellte sich heraus, nichts mit dem Herzen hatte, sondern Hypertonie, unter Druck und so weiter. Und inzwischen ist mein Blutdruck einigermaßen wieder okay, mit Mitteln, die ich dir kurz sagen kann nachher. Aber der Puls ist teilweise viel zu hoch. Ich kenne andere Menschen in meiner Bekanntschaft, die Herzrhythmusstörungen haben. Ich komme immer wieder mit Menschen zusammen, die tatsächlich Herzprobleme haben, sogar Herzinfarkt. Also gib du mir bitte Ratschläge, wie du als mein Freund, was du mir empfehlen würdest. Alles klar, ich mache ein paar Stunden zu. Sag mal, du kommst zu mir, Robert. Pass auf, ich habe ein schwaches Herz. Ich weiß, mein Herz heißt, ich ist runtergefahren. Da sage ich, okay, was würde der Arzt dir verschreiben? Der Arzt würde dir verschreiben, ich weiß, mein schwaches Herz, statt dein Herz zu stärken, der würde, ich weiß, würde dein Herz runtergefahren mit einem Beta-Blocker. Wenn das Herz zu schwach ist, fahren wir es runter, soll halt nicht so viel leisten. Das Problem in deinem Leben kommst du. Da kommst du zu Handlungen, wo du vielleicht laufen musst oder der Körper, dann kannst du halt nicht mehr mitmachen. Du bist sozusagen auf Leerlauf gestellt, du gehst durch die... Also eines der Mittel, die viel verschrieben wird, die sogenannten Beta-Blocker, die bewirken, dass die Herzleistung herabgesetzt wird. Genau, du hast also herabgesetzt. Nachdem das Herz schwach ist, wird es noch herabgesetzt. Es sollte halt noch schwächer werden. Ne? Also man soll möglichst nur... Nur stehen, genau. Atmen und vielleicht, ich weiß... Gerade aufstehen, zur Toilette gehen. Eben, da wärst du komplett. Und mein Ratschlag für dich, Wolfgang, pass auf, wenn du schwaches Herz hast. Das Herz braucht laut mir drei Parameter. Erstmal, dein Herz braucht Blut, das ist Muskel. Dein Herz muss durchblutet werden. Es gibt OPC, Traubenkernextrakt. Studie des OPC ist auch in Krategus drin, in Weißdorn. Studie von Charité Berlin. Dieses OPC durchblutet 170% dein Herz. Bedeutet, deine schwache Pumpe kriegt mal richtig Saft. Sozusagen. Bauer. Zweitens, Traubenkernextrakt ist das eine, was du mir empfehlen würdest, Wolfing, tu das für dein Herz. Gut. Bleibt noch im Tier überraschen, ob machst du nicht. Ja. Okay. Zweitens, Carnitin. Carnitin ist eigentlich ein Stoff, du hast 100-mal mehr Carnitin im Herz als woanders. 100-mal mehr, man kann sogar einen Carnitinspiegel messen. Carnitin ist sozusagen, jeder Mensch hat 25 Gramm, ist der Mund von jeder Zelle. Deine Herzzellen brauchen auch einen Mund, sonst können keine Nährstoffe aufnehmen. Was ist Carnitin, woher stammt das? Carnitin ist das ein Enzym oder ist das ein Protein oder was ist das? Genau, das ist im Fleisch enthalten. Ziegenfleisch hat viel Carnitin. Ich bin Vegetarier seit 1975. Da musst du halt den Stoff Carnitin von Pflanzen machen. Das wird von Pflanzen extrahiert. Man kann Carnitin auch aus Pflanzen extrahieren. Das moderne Carnitin, es kommt von Carne, von italienisch Fleisch, Carne. Ja. Aber früher haben sie es vom Fleisch extrahiert. Jetzt wäre verrückt, man kann von Pflanzen mit Biokatalysatoren extrahieren. Und dieses Carnitin bewirkt, steht auch bei WebMed Schweiz, kommt nicht von mir. Carnitin steigert die Herzleistung, steigert die Herzkraft, reduziert deinen Puls unter Belastung, reduziert Symptome von Herzschwäche und reduziert Herzinfarktrisiko. Und du hast 25 Gramm Carnitin im Körper, dann würde ich dir empfehlen, nimm pro Tag 4 Gramm Carnitin. Aha, das erste OPC, Traubenkernextrakt, das zweite Carnitin. Das gibt es aber nicht nur in Form von Ziegenfleisch und so weiter, sondern für mich als Vegetarier auch Kapsel oder Pulver. Auf pflanzlicher Basis, ja. Okay, jetzt drittens frage ich, was essen deine Herzzellen? Denn Wolfgang, seine Herzzellen essen gerne Q10. Q10 steigert die Herzleistung, reduziert Symptome von Herzschwäche. Die haben eine Studie gemacht, da waren 170 Patienten, Herzstufe 4-5, die waren fast in den Rollstuhl gestanden. Die haben 6 Monate Q10 bekommen, das sind sie alle auf Stufe 1. Einer oder zwei ist nicht passiert, aber die anderen waren schon komplett funktionsfähig, haben wieder können gehen. Q10 ist eine Art Coenzym, ja, nicht? Coenzym, genau, Coenzym 10. Und das Coenzym 10 ist eigentlich die Nahrung für die Mitochondrien. Die Mitochondrien brauchen das Coenzym 10, sonst können sie keine... Die Mitochondrien sind die Zellkraftwerke. Genau. Und soweit ich weiß, korrigiere mich, sind das sozusagen die allerältesten Bausteine in der Zelle, die sich auch über Jahrtausende und Jahrzigtausende weitergegeben haben. Über die Mitochondrien sind, glaube ich, soweit ich weiß, alle Menschen zumindest miteinander verbunden. Miteinander verbunden durch die Mitochondrien. Die haben sich dann zu Zelltingen und verschiedene Organismen sind entstanden. Also ich sage, Traubenkernextrakt, Carnitin, Q10. Als erstes für Herz. Was wird dir gegeben, wenn du zum Arzt schwaches Herz? Erstmal, der Wolfgangs Herz ist schwach, fast runter. Und wenn es stolpert, gib mir mal einen Herzschritt machen. Da frage ich, was sollte... Nee, danke. Herzschrittmacher nehme ich nicht, danke. Die meisten Leute können nicht, danke, die haben ihn schon drin.
Da klopfst du da ja, hey, wie geht's dir, Junge? Spürst ein Stück Eisen da drin. Da in der Brust eingenäht, und wird halt alle 7 Jahre die Batterie gewechselt. Aber andere geht's ja noch weiter, wenn das Herz ganz unten ist und gar nicht mehr, manchmal aussetzt, da kommt ein Defibrillator. Ein Defibrillator hängt heutzutage jeden. Ich dachte, Mund-zu-Mund-Beatmung durch eine hübsche junge Frau für mich. Ja, eben. Wenn sie da bei der tot umfällst neben dem Schoß von der jungen Frau, dann sagt, dass das passiert. Wenn nicht, dann. Gut, also. Und wenn es alte Oma ist, funktioniert, Hauptsache, du wirst gerettet. Gut, sehr gut. Aber also jetzt wollen wir über die guten Stoffe sprechen. Das sind die drei, die du genannt hattest. Ja. Eben. Und die bewirken zum Beispiel Q10, ist auch ein Buch, auch vom WebMed Schweiz. Könnt ihr Leute reingehen? WebMed Schweiz Q10 Buch, PDF. Da steht drin, Q10 verhindert Herzrhythmusstörungen, Q10 steigert die Herzleistung für Herzklappeninsuffizienz auch noch. Sodass Q10 ist eigentlich Wohltat fürs Herz. Sodass die drei Stoffe sind erstmal maßgebend für dein schwaches Herz und nicht andere Mittel, die du da bekommst, chemische Mittel, die überhaupt das Herz gar nicht stärken. Außerdem, wenn ich will, dass sich dein Herz stark ist, haben sie früher bei jedem Herzinfarkt, haben die Leute Strophanthin bekommen, Strophanthus. Ja. Das ist eigentlich eine Urtintur gemacht vom Samen von afrikanischen Kletterstrauch, Strophanthus. Und dieses Strophanthin stärkt erstmal dein Herz. Es ist eine Studie gemacht worden, gibt es ein tolles Buch von Strophanthin. Ich glaube, wir haben auch ein Video gehabt. Wir haben ein Video gehabt. Hab's auch müssen runterholen, ah, ja. Das nächste. Und dieses Strophanthin zum Beispiel, sie haben eine Ratte genommen, das haben sie Wasser geworfen, die ist geschwommen 20 Minuten, kurz vor dem Trinken wurde sie gerettet. Hat die Ratte Strophanthin bekommen, ist sie geschwommen 60 Minuten, dreimal die Zeit. Bedeutet, es gibt eine dreifache Herzsteigerung und dafür musst du gar nicht den Strophanthin, den Stoff nehmen. Es ist ein Herzglykosid. Du musst ja nicht unbedingt eine Urtinktur, die heutzutage nur über Ärzte verschrieben werden kann, oder Strodival-Kapseln, die jetzt auch nicht mehr da sind. Jetzt habe ich gehört, seitdem ich die Sendung mit Strophanthin, jetzt heißt es, es gibt nirgends mehr Strophanthin. Es ist so weit gekommen. Ich habe, glaube ich, Strophanthin noch als homöopathische. Ja, homöopathisch gibt es, die homöopathische D3 Version. D3 oder D20 D4 oder ich weiß D6, es nicht. Genau, ja. D2 gibt es, D4. Und darum sage ich den Leuten auch, wenn die anderen Mittel nicht lassen, nimmt ein homöopathisches. Nimm homöopathisches Strophanthin als D4. Das habe ich sogar dabei. Und nimmst 3x5 Tropfen. Du kannst bei Herzschwäche auf 3x10 steigern. Es ist. Warum wird das aber aus dem Handel genommen, weil es zu wirksam ist und zu billig? Genau. Früher war bei jedem Herzinfarkt haben die Leute Strophanthin. Es war eine Erfolgsquote von 99%. Das weiß ich bei meiner verstorbenen Tante, die ist, glaube ich, 94 geworden. Ja. Die hatte immer mal wieder Herzschwäche und bei der, sie hat Strophanthin genommen. Das ist allerdings über 10 Jahre her. Eben. Und heutzutage kriegen die Leute, 12 Jahre her, ja. Haben die Leute die Medizin Strophanthin weg und die kriegen Digitalis. 50% der Leute überleben den Herzinfarkt nicht.